Liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Bananeninsel. Heute müsste der 29. Tag des Vulkanausbruchs sein, der sich hier hinter dem Smog befindet. Noch ist kein Ende in Sicht. Der Vulkan ist sehr aktiv und das Eruptionsgeschehen verändert sich täglich. Die Erdbebenintensität steigert sich. Ich konnte in den letzten 2 Nächten Erdbeben erleben. Mitten in der Nacht werde ich darüber gleich berichten. Sehen wir uns das Tal heute einmal an diesem Sonntagnachmittag. Ihr seht diese dicke Wolkendecke. Ich nehme an, das ist einfach Smog und Asche vom Vulkan, was hier so über dem Stadtgebiet hängt. Ihr seht hier die Rauchwolke aufsteigen vom Vulkan. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Vielleicht kann man dort etwas besser erkennen, was dort los ist. Ihr seht dort dicke schwarze Asche aufsteigen. Hier sieht man einen Lavastrom in nördliche Richtung fließen. Hier die Stadt Tazacorte. Hier im Hintergrund ist auch ein Lavastrom, aber man sieht momentan nicht viel. Es ist sehr, sehr diesig. Was ist im Moment los hier? Ich höre den Vulkan etwas vor sich hin krummeln. Hier ist geschäftiger Verkehr. Viele Autos sind hier unterwegs. Die Leute haben ihr Sonntagmorgen Frühstück hier im Restaurant und in der Bar, sitzen dort ganz entspannt. Es ist sehr heiß heute und wenn der Vulkan nicht da wäre, würden bestimmt einige zum Baden an den Strand gehen. Die letzten Nächte waren ziemlich anstrengend, weil jetzt eigentlich jede Nacht ein stärkeres, spürbares Erdbeben ist. Zum Beispiel von Freitag auf Samstag. Da war meinem Gefühl nach so mit das stärkste Erdbeben, also so gewackelt hat es vorher noch gar nicht. Wurde als 4.5 oder 4.6 angegeben, aber mir kam es stärker vor, weil davor gab es auch schon 4.4 Erdbeben, aber die kamen mir halt nicht so intensiv vor, das ist halt meine Wahrnehmung. Irgendwie steigert sich das. Und dann heute von Samstag auf Sonntag in der Nacht ein Erdbeben, wie eine kurze Schockwelle, sehr knackig, ganz kurz, bam, und ja, dann sitzt du erstmal aufrecht im Bett, guckst, was ist los, kommt noch was, Adrenalin da, ist nicht lustig, so jede Nacht einfach von dem Erdbeben geweckt zu werden. Das ist jetzt, glaube ich, die letzten 3 Nächte, wo das so geschehen ist. Und meistens nachts, also tagsüber merke ich, ab und zu mal davor habe ich so ein bisschen was Leichtes gemerkt, aber jetzt eben nachts diese heftigen seismischen Aktivitäten. Die Luft ist aktuell hier okay, also hier ist keine Asche in der Luft, hier in nordwestlicher Richtung, in der Nähe des Vulkans. Ihr habt es selber gesehen, sehr viel Smog, sehr viel Rauch dort. Aber hier oben, das ist so die positive Nachricht, keine Asche, man kann gut durchatmen, man hat nichts in den Augen drin, das ist schön. Die neuesten Meldungen für euch. Eruptive Aktivität auf La Palma geht weiter. Seit der letzten Aussage wurden 72 Erdbeben im südlichen Teil der Insel La Palma in der Nähe des anhaltenden Vulkanausbruchs geortet. Die in diesem Zeitraum aufgezeichnete maximale Magnitude beträgt 4.3, entsprechend einem Erdbeben, das um 3.10 Uhr in 35 Kilometer Tiefe unter dem zentralen Bereich der Insel auftrat. Der Vulkanausbruch von La Palma verursacht eine Verformung des Geländes von mehr als 5 cm. Maria José Blanco, Sprecherin von Pevolca, erklärte, dass der Vulkanausbruch von Cumbre Vieja auf La Palma eine Verformung des Geländes in einer Stadt in der Nähe des Vulkans von mehr als 5 cm verursacht hat. Die neue Mündung, die weiterhin nur Asche freisetzt, ist ein alter Emissionspunkt des Vulkans. Die Sprecherin des Wissenschaftlichen Ausschusses und Direktorin des IGN stellte ihrerseits klar, dass gestern Nachmittag ein alter Emissionspunkt, der sich etwa 300 Meter südöstlich der Basis des Hauptkegels befindet, reaktiviert wurde. Die neue Öffnung des Vulkans La Palma reduziert seine Aktivität. Die Aschewolke erzwingt die Einstellung aller Operationen am Flughafen von La Palma. Ein Erdbeben der Stärke 4.6 erschüttert das Gebiet von Maso, das größte seit Beginn der Vulkankrise. Es ist wahrscheinlich, dass die Aschewolke des Vulkans auch den Luftraum von La Gomera und den Norden von Teneriffa beeinträchtigen könnte. Der technische Direktor von Pevolca betont, dass derzeit keine weiteren Evakuierungen geplant sind. Gut, dann beende ich das Video für heute und ziehe mich zurück in den Schatten. Es ist sehr heiß. Ich schwitze am ganzen Körper und merke richtig, wie die Sonne auf meinen Kopf brennt und alles, was ich anfasse, meine Gerätschaften, die sind richtig heiß. Ich hoffe, heute Nacht wird es etwas kühler werden. Da werde ich wieder hier oben auf dem Berg sein. Wir werden runter ins Tal sehen, was der Vulkan macht. Vielleicht sehen wir heute Nacht mehr. Vielleicht ist die Luft besser und wir sehen auch die Lavaströme, um uns ein gutes Bild machen zu können, was hier unten tatsächlich los ist.
Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure freundlichen und bestärkenden Kommentare, für eure Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und munter. Ich wünsche den Menschen hier auf dieser Insel alles, alles Gute und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüssle!